Bei Hesinde, ich traue meinen Augen nicht. Dies war also das verlorene Wissen, von dem das Orakel sprach. Wahrhaftig, ihr habt das längst verloren geglaubte Buch der Schlange zurückgebracht und somit eine weitere Prüfung des Orakels erfüllt. Lasst uns sogleich sehen, was eure nächste Aufgabe ist. Auch die zweite Queste wurde erfolgreich bestanden. Und so sei dies die dritte und letzte der drei Prüfungen. Zwischen alten Gemäuern, an der Silberfelle Hort, wirst du finden des Drachen Auge, still verborgen inmitten blinder Raserei. Was einem anderen an ihm einst verborgen blieb, deines Schicksals Pfad dir offenbaren wird. Die dritte Aufgabe der Drachenquester erwartet euch. Doch muss ich euch in diesem Falle der Hilfe schuldig bleiben. Ach, warum denn das? Was meint ihr damit? Jahrelang habe ich mich den noch verbliebenen Schriften und Überlieferungen der vergangenen Prüfungen des Orakels vertieft, doch diese hier gibt auch mir Rätsel auf, denen mein Wissen nicht gewachsen scheint. Meister Ardat, wisst ihr vielleicht den jüngsten Orakelspruch zu deuten? Sorgt euch nicht, guter Dorion, in diesem Falle weiß ich euch zu erleuchten. Derer von den Silberfällen ist ein altes, traditionsreiches Adelsgeschlecht. Ihr Stammsitz ist die Burg Grimzahn. Einer von ihnen war höchst selbst einmal als Streiter der Drachenqueste auserkoren. Bedauerlicherweise sind sämtliche Niederschriften zu diesem Ereignis seinerzeit zusammen mit dem Tempel verbrannt. Es war lange vor eurer Geburt, Dorion. Ich erinnere mich daran, als wäre es erst gestern geschehen. Ich war ein junger Novize und wohnte als Schriftführer einer hitzigen Debatte zwischen Großmeister Udolpho und Drachenstreiter Rutgar von den Silberfällen bei. Es ging um die Sicherung eines heiligen Artefaktes, welches Rutgar gefunden hatte. Das Auge des Drachen wurde es genannt. Großmeister Udolphos Willen nach sollte das Artefakt in die Obhut des Hesinde-Tempels von Kuselik gelangen, doch Rutgar weigerte sich. Er war ein engstirniger und verbohrter Mann, doch sein Herz saß am rechten Fleck. Er wollte die Bewachung eines solchen mächtigen Artefaktes nicht in die Hände von wissensdurstigen Hesinde-Geweihten geben, sondern es den Soldaten seiner Stammburg anvertrauen. Man einigte sich nach langem Disput darauf, das Artefakt Rutgar zu überlassen, unter der Bedingung, dass die Kirche der Hesinde ihm dabei helfen würde, ein Fallensystem zur Sicherung innerhalb der Mauernburg Grimzatz zu entwerfen. Autsch. Seither wird das geheimnisvolle Auge des Drachen durch die Ritter von den Silberfällen gehütet. Allerdings werdet ihr kein Glück haben, das Auge des Drachen zu bekommen. Seit dem Tode Rutgars übernahm sein Sohn Tralda die Führung der Burg und die Sicherung des Artefaktes. Tralda ist das Ebenbild seines Vaters. Genauso stur und dickköpfig lebt er völlig zurückgezogen in seiner Burg. Mit strenger Hand herrschend hält er nun den nötigsten Kontakt mit dem Grafen, zumeist über den Diplomaten Gerling. Gerling, Meister Adrat, dieser Name sagt mir nix. Das wundert mich nicht im geringsten. Er ist Graf Grovins wichtigster Berater in schwierigen und geheimen diplomatischen Angelegenheiten. Ehrlich gesagt mag ich seine Art nicht sonderlich. Hinter all seiner vordergründigen Freundlichkeit scheint trotz allem dessen Verschlagenheit hindurch. Doch ich will euch nicht gegen ihn einnehmen, bevor ihr euch nicht selbst ein Bild machen konntet. Immerhin hält Graf Grovin große Stücke auf ihn. Klingt nach einem sehr beschäftigten Mann. Ihr wisst nicht zufällig, wo man ihn am ersten in rätseliger Stimmung antreffen könnte? Das würden Zwerge nie sagen. Allerdings weiß ich das leider. Ich kreuze seinen Weg, als es sich gerade zum Zwergenviertel aufmachen wollte. Offenbar gibt es Probleme mit den Felsenbeißern, die Wachtruppe, die für das Zwergenviertel zuständig ist. Offenbar halten sie das Zwergenviertel schon seit geraumer Zeit unter Verschluss. Wenn ihr Glück habt, verhandelt er noch immer mit dem Torwächter am Übergang der Grafenstadt zum Zwergenviertel. Hab Dank für euren Rat. Wir machen am besten gleich auf den Weg. Juhu! Wir haben einen neuen Quest. Boah, Hallerli. Also das geht jetzt da gerade schon richtig fix. Also
Ich denke, wir kommen da ganz gut durch das Spiel durch. Oh, hoppla, wir sind hier schon fast bei Folge 100, fällt mir ein. Hehe, hehe, ups. Laurilla. Hä? Moment mal, der saß ja vorher noch nicht da. Oder? Hallo? Seid gegrüßt, Entität des Seins. Seid gegrüßt, philosophischer Schwachmat. Ihr scheint etwas betrübt. Kann ich eure Entität des Seins denn vielleicht mit einer Sache zur Hand geben? Kann ich euch vielleicht helfen? Nun, es gäbe da etwas. Doch würde ich euch nur damit behelligen, wenn euch nichts Wichtigeres umtreibt. Ich erwarte eine Ladung seltener Hölzer aus Maraskan. Juhu, es sind besonders wertvolle Triebe des seltenen TikTok-Baums. Ein sehr leichtes, flexibles, weißes Edelholz. Meister des Bogenbaus können daraus einen seltenen und begehrten Langbogen elfischer Bauart herstellen. Ich bräuchte jemanden, der zum Hafen geht und sich über den Verbleib dieser Lieferung kundig macht. Auf geht's zum Hafen! Vielleicht können wir da auch noch ein bisschen was für unsere Armbrust abstauben. Das wäre doch auch so genial. Das wird die vielleicht ein bisschen aufnördeln können, aber ich bezweifle es. Da es ja bei den Elfen eher um Bögen als um Armbrüste geht. Da sind ja eher die Zwergen und der Fachmann. Grafenstadt? Nee. Hafen. Ugdanhafen? Ugdanhafen? Ah ja, und der Ferdok? Nee, da wollen wir... Ach richtig, genau, den Handschmeichler. Den Handschmeichler. Jetzt ist mir der Handschmeichler schon wieder runtergefallen und wieder eingefallen. Ach, mein Handschmeichler. Ohne meinen Handschmeichler kann ich nicht arbeiten und muss Urlaub machen. Ja, ich erinnere mich. Der Silberkrug. Ja, ganz ruhig, Brauner. Ganz ruhig. Eine verschlossene Truhe. Das geht aber nicht hier. So. Und immer noch verschlossen. Nee, geöffnet. Halleli. Sandalen und Stoffmütze. Naja, immerhin. Dann kriegt der Jost mal eine schöne Mütze. Gut, gut. Ja, das sieht doch neckisch aus. Ja, das gefällt mir. Das Ebenbild eines Kampfmagiers. Ach, wie fein. So, furchteinflößend, so männlich, so abgrundtief, einfach nur bescheuert. Ich find's genial. Also dazu die Wappen und, ah, herrlich. Und es beißt sich auch so schön. Ein Zwerg, ein Wort. Grimm, dann geh mal vor, Grimm. So, wen haben wir denn hier? Wohlhabender Mann. Was mache ich nur? Mach ich. Meint ihr? Jemanden ansprechen. Hättet ihr die Güte, mir zu helfen? Worum geht's denn? Zu gütig von euch. Nun, es ist so, ich habe meine Tabakdose beim Fräulein Iriane vergessen. Würde ihr die Güte besitzen, sie für mich zu holen? Klatz. Doch mehr dahinter. Warum holt ihr sie nicht einfach selbst? Ich hätte gehofft, ihr würdet nicht fragen, aber sei es drum. Fräulein Iriane bietet gewisse nun Reihe gefällige Dienste und fürchte ich. Und naja, letzte Nacht habe ich meine Tabakdose dort liegen lassen. Und naja, ich habe meine Zeche nicht bezahlt und sie könnte vermutlich etwas erbost auf mein erneutes Erscheinen reagieren. Wisst ihr, was ich meine? Ah, kleiner Nuttenpreller. Die Dose ist ein wertvolles Geschenk meiner lieben Frau. Oh, versteht sicher meine Lage. Ich möchte kein Aufsehen erregen und kann mich nicht selbst zu Iriane gehen. Ich bitte euch, helft mir. Also dann erstmal fremdgehen und dann auch noch die Nutten um ihr Geld prellen, wenn man ein wohlhabender Mann ist. Also wirklich.
Ich werde sie für euch holen. Ich zeige euch auf eurer Karte, wo ihr Iriane finden könnt. Wo haben wir sie denn? Aber der Störrebrands. Iriane. Naja, dann schauen wir einfach mal. Ja, gehen wir erstmal zum Schnuckerle. Ja, wir mal schauen, was er sich dafür eine angelacht hat. Schmierige Kerl, zier die nicht so. Ey da! Mach ne Fliege! Bzzz. Ja, also das hätten sie ja auch synchronisieren können. Hat gesagt, du sollst abhauen. Lass sie in Ruhe. Hat dir nicht gesagt, du sollst verschwinden? Ein schüchtern Vorgrimm. Du wirst Iriane nicht mehr belästigen, sonst bekommst du es mit mir zu tun, du dreckiger Lump. Erfolg, ist ja schon gut, ich verschwinde. Und lass dir ja nicht einfallen, nochmal wiederzukommen. Und weg ist er. Ich danke euch. Dieser Kerl ist wirklich listig. Ständig beobachtet er mich und stellt mir nach. Na, so einer. Ich denke, in Zukunft würde euch fernbleiben. Wie entgeistert die gerade schaut. Hypnotisiert, Herr Karnickel. Ja, dank euch. Aber jetzt weiß ich, wer seid ihr eigentlich? Ich kenne euch gar nicht, aber ihr scheint mich zu kennen. Nenntet vorhin meinen Namen. Pink Sortum schon kommen, weil eurer Kunden was bei euch vergessen hat. Ach so, ist das nicht der feine Herr zu schade, um sich selbst zu holen. Nun gut, ihr habt mir geholfen, dafür helfe ich euch. Hier, ihr seid sicher wegen dieser hässlichen Tabakdose gekommen. Nehmt das Ding und bestellt meinem kleinen Hasen einen schönen Gruß von mir. Das werde ich machen. Schönen Tag noch. Ach, wie geil. Vielen Dank nochmal. Dankeschön. Raya, gefällige Dienste. Ja, ja. Raya, die Göttin des Festes und der Liebe. Und eine schöne Pfütze haben hier. Platsch, 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 platsch. Oh, hast du wenigstens deinen Handelspartner noch getroffen? Das bin ich. Ist abgereist. Ach, wie schade. Ach, Moment mal. Alte Gewohnheiten sterben nicht aus. Na also, geht doch. Liebes, wenn ich so recht überlege, geht doch schon vor. Ich möchte noch ein wenig die Hafenluft genießen und mir die Beine vertreten. Ach, wie geil. Mir scheint, diese Luft hat deinen Verstand verwirrt, dieser Fischgestank ist ja kaum auszuhalten. Ach, wie schön. So, nochmal die edle Dame beklaut. Aufgepasst! Hallöchen! Praios gegrüßt. Auch so. Seid gegrüßt. Was ist euer Begehr? Hey, ich bringe eure Tabakdose, die ihr bei eurer Mätresse vergessen habt. Bitte schön, wo ist mein Geld? Ich würde ja zu gern. Besten Grüßen an den kleinen Hasen. Ich bringe eure Tabakdose wieder. Habt ihr vielleicht diese Dose verloren? Ach. Hier nehmt euch die Dukaten als Zeichen meines Dankes. Gehabt euch wohl. Danke sehr, gehabt euch wohl. Ach, wie schön. Ich mag sowas. Ah, holla. Seid ihr verrückt? Nicht weiter! Oder wollt ihr von diesem Monstrum gefressen werden? Beim Löschen der Ladung kam es plötzlich zwischen den Kisten hervor. Die Stadtwache ist bereits alarmiert. Wir halten es so lange in Schach. Was ist es denn? Oh, was für ein Biest. Da bin ich doch hier, um ein Paket abzuholen, als Maris Khan mit TikTok-Holz. Oh je, da kommt er wohl zu spät. Dieses Monstrum dort hat schon diverse Kisten gefressen. In einer von denen war auch diese Holzlieferung. Ach, wie? Ach, toll. Da freue ich mich noch einen Ast. Verdammt, das Holz ist jetzt in diesem Ding. Ihr Leute, geht zur Seite. Das Problem ist im Handrum drin aus der Welt geschafft. Wie ihr wollt, es ist euer Leben. Uah. Na dann, auf jeden Fall. Folgt mir.
Ich möchte zu gern mal was probieren. So. Ich? Ja, du. Da zeig mal, was du auf Platte hast, mein Freund. Raskanische Riesenkrabbe. Alles klar. Kannst du dem einen brutzeln, Klades? Geht nicht, okay. Es greift an. Abhauen, Jungs. Los, los. Na, das also, geht doch. Blitz dich, Finn. Zeritus, Zeritus, Astus. Ja, so. Magica Perturbatio. Gesundheit. Meint ihr? Xortamsch, das ist gerade ziemlich ein Bredouille. Jetzt ist die Krabbe mal geblitzt. Wie viel hatten die? Oh, war nicht mal so wenig. Ich? Aber einen schönen Panzer hat sie mit Sicherheit. Komm. Aufgepasst. Komm. Komm. Komm, Pareo. Und? Bam. Die hat... Folgt mir. Der hat gesessen. Zeritus. Zeritus. Astus. 5 bis 24. Dann schauen wir mal. Lass das mal vorgrimmen. Wuchtschlag. Und dann noch einmal kräftig auf die Omme. Aufgepasst. Bei meiner Axt. Ja. Na gut, der war nischt. Du verschießt dich mit guten Bolzen. Ja, so. Sikarian. Sikarian? Lebenskraft? Na komm. Na also. TikTok-Holz. Jawohl. So. Folgt mir. Und bevor wir die Krabbe jetzt ausnehmen, Vorrat. Werden hier mal ein paar Wunden geheilt. Beziehungsweise, ja, ich merke es. Wir brauchen irgendeinen Zauber, der... ja, damit etwas... aufräumt mit der Tatsache, dass das etwas ungünstig ist gerade. Ja, hoffe ich mal, schaffe ich auch so. Na also, zwei schöne Scheren. Ja, perfektamente. So. Und jetzt müssen wir eigentlich bloß nur irgendwie zurück. Ein Zwerg, ein Wort. Okay, also dafür war Rulana halt wirklich gut, weil wenn sie sich mit Wundenheilen auskennt, ist schon mal nicht verkehrt. So, Praios-Platz, genau da wollen wir hin. So. Dann googeln wir mal. Zu irgendeinem müsste es noch lernen. Die Frage ist, wer? Das bin ich. Klar, das ist ja eh schon so breit gefächert. Der hatte schon mal zumindest. Okay. Ja, gehen wir mal auf 10. Sollte eigentlich lang. Und hat jetzt irgendwie... ja, wunderprächtig. Da haben wir sogar noch Verbände übrig. Na, dann schauen wir mal, ob er es hinkriegt. Der Heil- und Flickmagier. Na also, und zwei kriegt Gladys locker weg. Zeritus, Zeritus, Astus. Na, perfektes Teamwork. Also, mit ein paar Pünktchen eingesetzt, haben wir es denn doch hingekriegt. So, und jetzt können wir dem Elfen helfen.
Elfen helfen. Nee, nicht wieder zum Hafen. Mann. Also das ist ja auch was, ne? Da will ich glatt wieder zum Hafen. Die Damen? Ist das eine Zwergin? Ist das ein Zwerg oder ist das ein Mensch? Keine Ahnung. Ich glaube aber, man sollte sich mit derlei Vermutungen am besten etwas zurückhalten, denn wenn man sich irrt, könnte es durchaus zu unschönen Zwischenfällen kommen. Tag auch. Seid gegrüßt, Entität. Um einen Gefallen gebeten. Ja, sie wurde von der Krabbe gefressen. Sie ist so, ich habe sie so gleich mitgebracht. Nurdao, ich bin froh, dass ich mein Holz noch bekommen habe. Konntet ihr auch herausfinden, weshalb die Lieferung nicht direkt zu mir gebracht wurde? Gab es etwa Probleme mit dem Zoll? So ungefähr. Ein fettes, großes Monster hat den meisten Teil der Ware aufgefressen, also so gut wie Zoll. Nur ein kleines Krabbenproblem im Laderaum des Schiffs, das die Lieferung an Bord hatte. Nichts weiter. Nun denn, hier eine kleine Anerkennung für euch. Ein wenig Tickerholz und die Anleitung zum Bau des besonderen Bogens. Oh. Schön. Bloß wir haben jetzt leider keinen, der einen Bogen tragen könnte, außer unsere Elfe. Und die kriegt ihn nicht. Panzukokulos. Okay, keine Ahnung, was das jetzt wieder ist. Geschichte Jafkurs. Orales Rezept. Bogenbau. Verbesserte Sehne. Brandbolzen. Schlingfalle. Einmal danische Armbrust. Also irgendwie scheint da was mit der Lagerhaltung nicht so ganz zu stimmen. Alvenes Tagebuch. Brief von Ardor Eberstamm. Orales Rezept. Ein Zwerg, ein Wort. Genau. Tagebuch Panzukokulos. Ah ja. TikTok-Langbogen. Schwierige Anweisung, um einen TikTok-Langbogen herzustellen. Nur ein Meister sollte sich an die Herstellung wagen. Der ist nicht übel. Der ist gar nicht mal übel. Benutzen. TikTok-Holz. Aus dem Nebelwald der Waldinseln vorkommende weiße Edelholz ist bekannt dafür, ideale Voraussetzungen für den Bogenbau zu haben. Ist harzsam, kaum brennbar und äußerst stabil, ohne steif zu sein. Okay, bloß das Problem ist, ich hätte ganz gerne eine Armbrust daraus. Vielleicht kann uns der noch ein bisschen was beibringen. Laurelin. Was vermögt ihr mich denn zu lernen? Gezielten Schuss kann er lernen, Scharfschütze, Pfeilhage. Des Bogens. Ach, okay. Schade. Ausweichen. Balsam. Eiskälte. Kämpferherz. Hilfreiche Tatze. Sanftmut. So eine grave Seidenzunge. Elfenwort. Sensibar. Na klar. Tja, schade. Ach, den kann sie nicht lernen, ne? Okay. Schade, ich hätte gerne den Meisterschützen gelernt. Die Frage ist, wo gibt's den? Naja, egal. Da werde ich mal vielleicht ein Wiki oder sowas wälzen oder einfach das nicht tun, sondern und mich überraschen lassen, keine Ahnung. Ich werde jetzt mal ein bisschen in die Aufnahmepause gehen und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis es wieder heißt, willkommen zurück zu Drachenzellen. Bye bye.